So, jetzt ist 9.35 Uhr. Ich begrüße den Stefan Blumrath und sein Vortrag geht über den Nordisch-Süßwasseratlas. Er weiß selbst am besten, um was es geht, also lassen wir ihn starten. Ja, vielen Dank erstmal für die Gelegenheit, unsere Arbeit am Nordischen Süßwasseratlas hier präsentieren zu können. Vielleicht erstmal kurz zu meiner Person. Mein Name ist Stefan Blumenthrath. Ich bin Landschaftsplaner von der Ausbildung her. Das heißt, der Vortrag jetzt wird in erster Linie ein Erfahrungsbericht aus der Anwendung sein und weniger entwicklungsorientiert. Ich arbeite derzeit am Norwegischen Institut für Naturforschung. Das hat ungefähr 250 Mitarbeiter verteilt über ganz Norwegen in 6 Abteilungen und ist stolz darauf, Norwegens führendes Institut für angewandte Ökologie zu sein. Das heißt, ich arbeite sehr viel mit Biologen zusammen. Wir haben ein relativ breites Spektrum an Projekten, in denen auch gießbezogene Anwendungen verwendet werden. Was man vielleicht noch für den kommenden Vortrag mitnehmen sollte, ist, dass wir historisch gesehen ein reiner Windows-Laden sind und jetzt sozusagen im Übergang begriffen sind, mehr und mehr Open-Source-Projekte einzusetzen. Und da hat eben halt auch die Nutzung oder der Aufbau des nordischen Fischatlases oder Süßwasseratlases beigeholfen. Der Anlass, so einen Atlas zu entwickeln, war ein Projekt oder ist ein Projekt, das wir haben, an dem wir im Augenblick arbeiten, zu invasiven Fischarten. Invasive Fischarten für die Geotechniker hier vereinfacht dargestellt, das sind also Fische, die an Orten auftauchen, wo sie vorher nicht waren und da Schaden anrichten. Ziel dieses Invafisch-Projektes ist es sozusagen, der Verwaltung zu helfen, die Ausbreitung von invasiven Fischarten gut monitoren zu können und ja, kosteneffiziente Maßnahmen zu finden. Der Fokus des Projektes liegt auf Fischen in Seen. Das Ganze ist dann natürlich sehr orientiert an der Wasserrahmenrichtlinie, das heißt, die ganze Datenverwaltung orientiert sich an Wassereinzugsgebieten und nicht an Landesgrenzen, weil das für sozusagen die Ausbreitung der Fischarten keine Rolle spielt, ob sie nur in Norwegen, Schweden oder Finnland sich gerade befinden. Und das ganze Projekt hat halt dann eben auch einen grenzüberschreitenden Ansatz. Deswegen sind auch Forschungsinstitute aus Norwegen, Schweden, Finnland mit an der Arbeit beteiligt. Wenn wir dann nun kosteneffiziente Maßnahmen zum Überwachen und Management von invasiven Fischarten entwickeln wollen, dann müssen wir erstmal wissen, wie können sich die Fische überhaupt ausbreiten? Wo können sich die Fische etablieren, die in neue Gebiete vordringen? Und welchen Effekt hat das sozusagen auf die Zusammensetzung der Arten in den Gewässern? Das heißt, wir wollen wissen sozusagen, was passiert eigentlich in den Seen am Ende, wenn eine Fischart neu hinzukommt, welche Auswirkungen hat das biologisch gesehen, wie wahrscheinlich ist es, dass eine Art in einem See neu auftaucht, um dann sozusagen das Risiko abschätzen zu können und der Verwaltung damit helfen zu können. Das heißt, wir müssen aber auch wissen, wo sind die Fische im Augenblick, wo sind sie eigentlich, wo haben sie ihr natürliches Verbreitungsgebiet. Wenn wir wissen wollen, wo sich Fische ansiedeln können oder welche Effekte die Einführung neuer Fischarten auf die Fischfauna hat, müssen wir auch verschiedene biogeografische und physische Faktoren kennen, um sagen zu können, ist es wahrscheinlich, dass sich diese Fischart hier etablieren kann oder nicht. Und dann ist natürlich immer der menschliche Faktor, gerade bei Fischen, ein sehr wesentlicher Faktor. Angler, die Köderfische mitnehmen oder alles sowas. Und dann ist halt die Frage, also welche Entwicklungen können wir erwarten? Das sind sozusagen die Verwaltungsfragen, die sozusagen im Hintergrund stehen, der für die Anwendung halt relativ relevant ist. Als das Projekt dann gestartet hat, oder eigentlich schon bevor das Projekt losging, haben wir dann schlichtweg damit angefangen, alle Daten, die wir haben, auf einem Linux-Server zu sammeln.
Das heißt, wir haben für die eigentliche Datenverwendung setzen, Verwaltung oder Speicherung setzen wir in erster Linie PostGIS ein, wo wir dann alle Daten versuchen zusammenzubringen. Dann haben wir als Möglichkeit, Daten einzugeben, vor allem auf QGIS gesetzt. QGIS Server auch nachher die Daten, die wir sozusagen dann in den Server eingeben, dass die dann relativ komfortabel und einfach den Leuten zur Verfügung gestellt werden können mit Hilfe von QGIS Server, LISMAP. Meine Kollegen, die wie gesagt in erster Linie Biologen sind, nutzen sehr gerne R und dann auch für die Animation oder Darstellung der Daten nutzen sie dann Shiny, was so ein R-Web-Framework ist, sodass die Daten dann über den Webbrowser eingesehen werden können. Wesentlicher sozusagen für die Anwendung im Forschungsbereich ist aber, dass halt die Forscher auch ihre Werkzeuge, die sie im Alltag kennen, also QGIS, R, Python, nutzen können, um die Daten aus der Datenbank rauszuholen, prozessieren zu können und dann auch gegebenenfalls wieder zurückspielen zu können. Und eine andere wesentliche Komponente dabei ist allerdings auch, dass wir den Nutzern die Möglichkeiten geben können, sozusagen die Daten direkt auf dem Server zu prozessieren. Also früher ist es, oder der Standardansatz ist, dass jeder Forscher mit seinem Laptop sitzt und seine eigenen Daten auf seinem Rechner hat und prozessiert und an seinen Artikeln arbeitet und das ist halt aus vielerlei Hinsicht nicht unbedingt optimal und in manchen Bereichen, also werden wir auch nachher noch, glaube ich, nachher darauf zurückkommen, einfach auch notwendig, Sachen auf dem Server zu prozessieren. Um aber dann Forscher dazu zu bringen, Daten in so eine Datenbanklösung einspielen zu können, und hier haben wir, wie gesagt, Daten, die aus verschiedenen Ländern kommen, also aus Finnland, aus Schweden und Norwegen und von diversen Forschern eingesammelt wurden, die alle unterschiedliche sozusagen Absichten hatten mit den Daten, die alle unterschiedlich strukturiert sind, die alle sehr, sehr unterschiedlich sind. Wenn wir die alle in ein Datenbanksystem reinkriegen wollen, dann müssen wir schlichtweg auf Standards setzen. Und hier gibt es halt international gesehen einen Standard, der für solche Arten von Daten zum Vorkommen von Arten genutzt wird. Das ist der Darwin-Core-Standard. Ich weiß nicht, ob jemand hier davon schon mal gehört hat. Der beschreibt halt, wie Daten aufgebaut sein sollen, auch welche Metadaten zu einem Datensatz erhoben werden sollen, gibt ein kontrolliertes Vokabular vor, ist allerdings relativ komplex. Also man kann hier an der Folie sehen, also es gibt halt immer einen Ort, an dem eine Fischart gefunden worden ist und dann soll dazu aber auch noch eine ganze Reihe an Eigenschaften gespeichert werden, die den Ort beschreiben, die Art und Weise, wie das Vorkommen der Fischarten erhoben worden ist, also hat man geangelt, Netze ausgelegt, diverse andere Maßnahmen, also da werden halt sozusagen auch zu der Art und Weise der Beobachtung Metadaten hinterlegt und dann Arten, also Metadaten und Daten zum jeweiligen Vorkommen der einzelnen Arten. Der Vorteil der Nutzung dieses Standards ist, dass die Daten nachher dann nicht nur alle zusammengeführt werden können in einer strukturierten Art und Weise, sondern halt auch weiter verbreitet werden können im sogenannten Global Biodiversity Information Facility. Das ist halt so eine weltweite Datenbank zur Vorkommen von Tier- und Pflanzenarten, die mehrere Millionen Zeilen hat. Das Problem ist, wie gesagt, dass die Forscher in erster Linie es gewohnt sind, mit ihren Excel-Tabellen zu sitzen und zu arbeiten und volle Kontrolle über Daten zu haben. Und wenn sie jetzt diesen Darwin-Core-Standard nutzen sollen, dann erstmal sagen, oh Gott, das ist ja furchtbar komplex, alles viel zu kompliziert. Wir hatten ursprünglich den Plan, sozusagen die QGIS-internen Werkzeuge zu nutzen, weil QGIS ja eine sehr gute Anbindung an PostgreSQL und PostGIS hat und da eine ganze Reihe wirklich hervorragender Funktionen zur Verfügung stellt. Aber die Rückmeldung, die wir von den Forschern bekommen haben, das ist noch immer viel zu kompliziert, sodass wir dann ein Plugin entwickelt haben, das diesen Darwin-Core-Standard, also die Erfassung von Daten im Darwin-Core-Standard
erleichtern soll, also dass man viele Sachen eben, das, was schon Schwierigkeiten gemacht hat für speziell die erfahreneren Forscher, war zum Beispiel, sich an das Konzept mit verschiedenen Layern im GIS einzugewöhnen und Sachen in den Edit-Mode zu setzen und zu speichern hinterher, sodass das können relativ banale Sachen sein. Also wenn man die Leute dazu bekommen will, da mitzumachen, dann muss es so simpel wie möglich sein. Und deswegen haben wir uns dann hingesetzt und da ein Plugin zu entwickelt. Wenn wir allerdings auch die breite Öffentlichkeit einbinden wollen in das Einsammeln von Daten, und hier sind halt Angler zum Beispiel mögliche Kundschaft, dann muss es eben noch einfacher gehen. Und da haben wir dann ein bisschen experimentiert mit LISMAP, also basierend auf QGIS Server ist es halt relativ einfach, auch Laien die Möglichkeit zu geben, erstmal zu sagen, ich habe hier die Art gefunden. Das sind natürlich dann Daten, die jetzt, sage ich mal, wissenschaftlich nicht unbedingt unmittelbar glaubwürdig sein müssen. Das heißt, die müssten dann in der späteren Anwendung auch noch geprüft werden. Aber so hat man auf jeden Fall eine Möglichkeit, relativ einfach auch öffentlichkeitswirksame Datenerfassungen zu machen. Aber wie gesagt, das eine ist sozusagen, dass man es simpel macht für die Leute, dass sie, für die Forscher, dass sie sozusagen ihre Daten in so eine Datenbank einspeisen, und das andere ist aber auch, dass sie da einen Nutzen von haben müssen und dass es deren Arbeitsabläufe erleichtert. Und die Daten nur in die Datenbank zu bekommen, damit andere damit was machen können, ist halt relativ uninteressant. Also war dann der nächste Schritt, wenn die Forscher ihre Daten in die Datenbank einspeisen, muss es auch einfach und schnell für sie sein, damit zum Beispiel Verbreitungskarten zu erstellen oder Karten über die Arten, die sie in ihren Projekten gesammelt haben, dann darzustellen. Dafür haben wir dann zwei andere QGIS-Plugins entwickelt. Das eine ist noch nicht ganz realisiert. Das eine auf der linken Seite ist halt dieses zur Visualisierung der Daten, die im Darwin Core Standard hinterlegt worden sind. Da können die Leute dann sagen, ich will halt diese Arten rausholen aus der Datenbank und ich möchte sie visualisieren, dass man unterscheiden kann, welche Arten sind eingeführte Arten, welche sind natürliche Vorkommen. Zum Beispiel so, dass sie dann eine ganze Reihe von Layern auf einmal bekommen, für jede Art ein Layer. Und dann haben wir am zweiten Plugin gearbeitet, mit dem man dann diese Gruppe von Layern jeweils in individuelle Bilddateien zum Beispiel abspeichern kann, sodass man mit wenigen Klicks aus der Datenbank die Daten rausholt und da Verbreitungskarten erstellen kann, die die Kollegen dann in ihren Berichten an die Wasserverwaltung zum Beispiel packen können. Aber das eigentliche Bonbon bei dieser Datenbanklösung oder bei der serverbasierten Prozessierung in diesem nordischen Frischwasser Süßwasseratlas ist eigentlich, dass wir dann, wenn die Daten zu dem Vorkommen von Fischarten in die Datenbank eingespeichert werden, dass sie dann automatisch auch mit Hintergrunddaten kombiniert werden können, weil das ist das, worauf die Kollegen halt auch immer relativ viel Zeit verwendet haben. Und hier haben wir halt die Daten aus Norwegen, Schweden und Finnland gesammelt, das sind ungefähr 1,5 Millionen Seen. Dann haben wir für die größten der Seen erstmal individuelle Wassereinzugsgebiete für jeden einzelnen See berechnet, die Verbindung zwischen den Seen, also wie steil ist es, durchs Fließgewässer sozusagen von A nach B zu kommen, auch eine ganze Reihe an Umweltdaten hinterlegt, wie nah ist die nächste Straße, das heißt, wie weit ist es für Fischer dahin zu gehen und eventuell einen Eimer mit Fischen dabei zu haben, was halt sozusagen die Wahrscheinlichkeit beeinflusst, ob Fische irgendwo neu eingeführt werden oder nicht. Um die Lebensbedingungen zu charakterisieren, halt Geländemodell, Anzahl, Bevölkerung und so weiter, auch die Verwaltungseinheiten, dass man sozusagen alle diese Daten dann automatisch, wenn man die Daten erst einmal in die Datenbank bringt, also das Vorkommen von Fischen, dass man das dann automatisch gleich seinen Daten zugeordnet bekommt. Und eine der Sachen, die sozusagen meine Windows- und proprietären Kollegen am meisten von freien und offenen Daten überzeugt haben, war eben diese Berechnung der Wassereinzugsgebiete für die individuellen Seen. Da haben sie mit ihren Lizenzsoftware da ein halbes oder
mehrere Monate dran gesessen und versucht, was rauszubekommen. Und es hat immer irgendwelche Fehlermeldungen gegeben, einfach weil das Geländemodell, das diesen Bereich deckt, hat ungefähr 150.000 mal 140.000 Pixel, ist etwa 27 Gigabyte komprimiert. Und da ist halt das proprietäre GIS immer abgeschmiert. Und dann sind sie halt zu mir gekommen und gesagt, du nutzt doch solche freien Sachen, kannst du nicht mal probieren. Das haben wir dann mit GrassGIS gemacht. Hat ungefähr eine Woche gedauert, bis es fertig war, aber meine Arbeitszeit dafür war vielleicht eine halbe Stunde, dieses Kommando abzusetzen und die Daten sozusagen reinzuladen im Vorfeld, was dann ja doch sehr dazu beigetragen hat, die Kollegen von, also denen die Augen zu öffnen für alternative Ansätze. Was wir dann gemacht haben, ist, dass wir halt eben zu diesen Wassereinzugsgebieten auch jeweils Statistiken erstellt haben, was für Landnutzung, wie viel landwirtschaftliche Nutzfläche ist zum Beispiel in den Wassereinzugsgebieten, Gletscher, Seen, andere Seen, also diverse Parameter, auch Klima, um sozusagen abschätzen zu können, inwiefern die Seen geeignete Lebensräume für verschiedene Fischarten darstellen können. Und das wird dann, wie gesagt, alles wieder in die PostGIS-Datenbank gespeichert. Ein anderer Ansatz war, wie gesagt, dass wir die Ausbreitung der, also die Steigung zwischen den Seen berechnet haben. Dann ist halt einer meiner Biologenkollegen hingegangen und hat geguckt, okay, wenn wir wissen, wo die Fischarten vorkommen und wo sie nicht vorkommen, dann können wir berechnen, wie wahrscheinlich es ist, dass die Fische bestimmte Steigungen überwinden können. Man sieht das hier auf der linken Seite, Beispiel für Hechte. Hechte sind Sprinter, das zeigt uns diese Abbildung, also bei einer bestimmten Steigung und vor allem die Durchschnittssteigung ist hier ausschlaggebend dafür, was Hechte überwinden können. Und dieses Modell, das dann halt die Biologen entwickeln, können wir dann relativ einfach in eine QGIS-Action überführen, die sozusagen die Datenbank dann abfragt. Das macht es dann relativ einfach, dass man mit einem Klick sich sozusagen ausgeben lassen kann, wenn ich jetzt in den gelben See eine Art neu finde, wo muss ich damit rechnen, dass ich die Art dann auf Sicht sich hin ausbreiten kann. Also was sind die zugänglichen Seen für Hechte? Oder wenn ich einen neuen Hecht in dem gelben See finde, wo muss ich damit rechnen, dass ich ihn in Zukunft auch noch finde? Also um sozusagen abschätzen zu können, wo es denn hingehen kann. Damit kann man dann weitergehen und sagen, jetzt wissen wir, wo die Hechte heutzutage zu finden sind. Hier sind nicht natürlich vorkommend in der Region um Trondheim. Und wenn wir wissen, wohin sie sich ausbreiten können, können wir, das sieht man dann auf der rechten Seite auf der Karte, das ist sozusagen dann die Berechnung der Wahrscheinlichkeit, dass sich die Fischarten dort weiter ausbreiten können. Und dann im nächsten Schritt zu sehen, welche Effekte hat denn das, wenn sich die Fischarten in der Art ausbreiten. Und in dem Fall ist das jetzt norwegische Beschriftung, tut mir leid. Wenn die Hechte in neue Gewässer vordringen, führt es halt dazu, dass zum Beispiel Bestand von Forellen rückläufig ist. Im Augenblick sind wir jetzt damit beschäftigt, Lösungen aufzusetzen mit LISMAP, um sozusagen unsere Forschungsergebnisse dann fortlaufend mit der Umweltverwaltung oder an die Umweltverwaltung weitergeben zu können. Also wir haben eine lokale Fallstudie, wo wir Zusammenarbeit haben mit einem Regierungsbezirk, die sozusagen sehr interessiert sind an den Forschungsergebnissen. Und dann macht es uns das mit der Serverlösung halt relativ einfach und dann über QGIS und LISMAP einfach die sozusagen immer neuen Forschungsergebnisse da in Webkarten einzuspeichern, dass die dann fortlaufend sehen können, wie sich unser Projekt weiterentwickelt und uns Rückmeldungen geben können, was sozusagen für die verwaltungsmäßig besonders interessant sind. Was wir daraus gelernt haben bislang ist halt, dass es halt sehr, sehr wichtig ist, dass für die Anwender, speziell wenn es Biologen oder weniger GIS-orientierte Leute sind, dass
Es muss also so simpel wie möglich sein, um die Leute dazu zu bekommen, mitzumachen. Was auch sehr nützlich war, war, dass wir auf der einen Seite zumindest zeitweise sehr erfahrene Entwickler hatten. Und wir haben halt, wie gesagt, die weniger GIS-orientierten Nutzer auf der anderen Seite, aber dass man auch Leute hat, die dazwischen sozusagen sitzen und überdurchschnittlich interessierte GIS-Nutzer sind, die sozusagen die Möglichkeiten vermitteln können. Die also um dann aber Forscher dazu zu bekommen, eine solche Datenbanklösung auch intensiv zu nutzen, ist halt vor allem, da geht es vor allem darüber, sozusagen ihnen die Vorteile der serverbasierten Lösungen näher zu bringen, also sie über die Vorteile zu gehen. Und da ist es halt aus unserer Sicht so, dass dieser Ansatz, die Daten in so einer PostGIS-Datenbank zu speichern und zu kombinieren, die Forschungsarbeit effizienter macht, dass es auch leichter macht, die Daten nachzunutzen oder halt eben, dass die neuen Erkenntnisse, die wir wissenschaftlich ermittelt haben, sozusagen dann an die Verwaltung oder die Öffentlichkeit weiterzubringen. Hilft auch, um sozusagen Synergien zwischen Projekten zu generieren. Also das ist jetzt nicht nur das InvaFish-Projekt, das an diese Art von Daten interessiert ist. Hätte uns eine ganze Menge Zeit gespart, wenn die Daten international etwas mehr harmonisiert wären. Und gerade was jetzt zum Beispiel die Steigungsberechnungen im Fließgewässer angeht, ist es halt schon ein großes Problem, dass wir sehr heterogene Geländedaten haben, sodass 7% Steigung in dem einen Geländemodell, was ganz anderes sind als, also in einem 50 Meter Geländemodell, was ganz anderes sind als 7% Steigung in einem LIDAR-basierten Geländemodell. Aber die wesentlichen Vorteile der freien Lösung aus unserer Sicht ist hier vor allem die Performance, also wie mit dem Beispiel der Einzugsgebietsberechnung, das ist halt einfach unschlagbar gewesen. Auch sehr nützlich, dass wir sozusagen für jede Funktion, die wir nutzen möchten, da jeweils die ideale Komponente uns rauspicken können, also dass diese freien Lösungen sehr modular aufgebaut sind, sehr gut miteinander harmonieren und uns eine ganze Menge Flexibilität geben, auch die Daten weiterzugeben an die Verwaltung. Und damit möchte ich mich für die Aufmerksamkeit bedanken. Dann bedanke ich mich bei dem Stefan Blumenrath und gibt es Fragen? Guten Morgen. Zwei Fragen habe ich. Einmal, wie lange habt ihr dafür gebraucht? Und zweitens habe ich mich auch schon öfter mal mit Open Source Software beschäftigt im Hinblick auf Einzugsgebietmodellierung und bin ganz überrascht, dass du das in einer halben Stunde irgendwie gemanagt hast. Also ich habe auch schon viel im Netz Zeit verbracht zu gucken, wie kann ich das gut lösen. Es gibt ja da auch echt viele verschiedene Ansätze und vielleicht können wir uns ja auch nachher nochmal privat unterhalten, aber sollte es da irgendwie einen spezifizierten Workflow geben, den du da einsetzt, wäre es super. Solltest du den noch nicht im Netz geben, wenn du den vielleicht mal irgendwo publizierst, da wären, glaube ich, auch ganz viele andere Menschen sehr dankbar. Danke. Okay. Ja, also wie lange wir daran gearbeitet? Das NINA ist sehr, sehr projektorientiert und alle unsere Arbeit ist sozusagen eingeteilt in Projekte. Da ist halt sozusagen so eine Infrastrukturentwicklung mehr oder weniger ein Prozess, der auch zwischen Projekten läuft. Der Aufbau der Datenbank und die Strukturierung für den Darwin Core hat relativ lang gedauert. Das hat ein halbes Jahr, dreiviertel Jahr gedauert. Ist aber auch was wir im Augenblick noch nicht offen haben. Also weil das Projekt auch noch nicht abgeschlossen ist, aber was wir auf jeden Fall auch offen zur Verfügung stellen wollen, genau wie den Workflow für die Berechnung der Wassereinzugsgebiete, das ist auch geplant, das frei verfügbar zu machen und ich kann dir das auch gleich gerne im Nachgang noch zur Verfügung stellen, das ist kein Problem. Aber wie gesagt, die Herausforderung ist halt bei so einem projektorientierten Aufbau eben solche langfristigen
Infrastrukturentwicklung da irgendwie unterzubringen. Und das dauert dann auch ein bisschen länger, geht auch über Projekte hinweg und ist auch wichtig, dass wenn man erstmal anfängt, so eine Datenbanklösung aufzubauen, dass das dann halt auch weiter gewartet und gepflegt wird. Und das ist ja nicht immer ganz einfach.